So, moin und herzlich willkommen hier wieder auf Pion Tragisch. Wir sind wieder unterwegs in der SSD zu Spieltag Nummer 4. Heute geht's ran gegen die Alpha Omots, geleitet von Max. Genau, Achtung, Spoiler. Wir haben letzten Spieltag verloren, stehen jetzt nach 3 Spieltagen 2-1. Ich denke, das ist immer noch ganz okay. Das ist nach wie vor unser stylisches Team. Und das ist das Team von Max, gegen welches wir in Kürze antreten müssen. Genau, ich gehe einfach mal ganz kurz aufs Team ein. Er hat das quasi direkt nach dem ersten Spieltag übernommen. Ist quasi nicht unbedingt sein Draftplan gewesen. Er durfte zwar einige Wechsel machen. Genau, und ich denke auch, dass es ein bisschen wild aussieht. Viele doppelte Typen. Ich sage da zum Beispiel mal 3 Wassertypen, 3 Flugtypen. Ja, aber und zum Beispiel kein Steel-Type und einige Resistenzen fehlen. Aber sehr starke Einzelpicks. Mega geiler Gladi ist ja so ein Pion-tragisch Favorite, der uns leider verwehrt geblieben ist in der TPL. Aber hey, dafür vielleicht der nächste Season. Nee, das verraten wir natürlich nicht. Egal, das ist heute mein Team gegen die Alpha Omots. Erstes Mon, unser Pixie. Wir sehen rechts wieder das gegnerische Team eingeblendet und Pixie fand ich richtig stark. Erstens hat der Gegner keinen Steel und keinen Poison Type. Das heißt, er kann uns nicht sehr effektiv mit Step Moves treffen. Außerdem ist das meine beste Antwort gegen Galagladi. Es ist eine gute Antwort gegen Brutalanda, eine solide Antwort gegen Rapigator. Generell checken wir von vielem was. Aber eben, das mega geile Gladi hat mir Kopfzerbrechen bereitet. Deswegen die Grazbeere. Für die, die nicht wissen, was das ist die Anti-Gift-Beere. Genau, Mondgewalt trifft alles neutral oder sehr effektiv im gegnerischen Team, außer Volcanion. Dafür haben wir den Donnerblitz. Wir haben natürlich das Weichei zum Hochheilen und Gedankengut. Ja, für die defensiven Mons war eher so ein Filler-Move, nicht um den Call-Mindset, eher so, damit wir es 1 gegen 1 gegen Milotic und Selfie gewinnen. Genau, voll physisch defensiv, habe ich ja bereits erklärt, die gefährlichen Threats. Dann einmal physisch defensiv, dann Latias wieder dabei. Wir sind in einem Speed-Teil mit seinem schnellsten Mon, mit mega geiler Gladi. Das war mir wichtig, ansonsten noch sehr viel KP-Investment. Das ist meine Abstand beste Antwort gegen Volcanion, vor dem ich sehr viel Angst hatte. Wir tanken auch von Voltriant ein bisschen was, wenn es nicht gerade plus 3 ist. Von Selfe, von Togekiss, von Milotic. Genau, wir brauchen hier das Auflockern, um Tarnsteine wegzumachen und weil ich Angst hatte vor dem Sticky Web von Maskeregen. Darauf habe ich keine Lust, deswegen zur Not das Auflockern. Energieball trifft alles recht effektiv, Psychoschock auch. Macht noch den meisten Schaden gegen Galagladi, weil der ja speziell doch mehr tankt als auf der physischen Seite. Und genau, Hauptgrund war Volcanion, aber auch so tanken wir einiges. Und die Boleo-Beere, die Anti-Unlicht-Beere für Rabigator, weil ich keine Lust habe, getrappt zu werden. Und Knockoff von Galagladi. Dann, das waren die ersten 2 Mons. Die nächsten 2 Mons sind meine Sand-Kombo. Zum ersten Mal so dabei. Procolos hat eigentlich kein gutes Matchup, aber der Sand war gut. Wir haben hier die Tarnsteine. Toxin. Toxin trifft tatsächlich jedes Pokémon. Das ist ziemlich witzig. Body Press und Steinkante. Voll speziell defensiv. Wir tanken ein bisschen was von Togekiss und von Voltrant ebenso, wenn er nicht plus 3 ist. Aber der soll nur den Sand bringen. Wenn ich irgendwann einen Mon abwerfen muss, dann ist das Procolos. Dann bringe ich den Sand raus und dann geht das nächste Mon ab, nämlich das Lectragon. Genau, mit Lebenorb und dem Sandschacher. Wir sind schneller als alles im gegnerischen Team. Zumindest wenn der Sandsturm aktiv ist. Wir sind sogar schneller als Brutalanda auf plus 1. Wir sind schneller als Voltrian plus 1. Wir sind
schneller als alles außer Gala Gladi im Sticky Web. Und ich denke, damit lässt sich doch arbeiten. Genau, der Gegner hat erstaunlich viele Elektroschwächen und Stockschnabel ist ja... Schockschnabel? Junge, Junge, Junge. Ist ja sowieso immer ein Muss auf dem Mon. Der Draco hittet das Rabigato und das Sandama stark. Aeroas für Viridium und Erdbeben für Voltriant. Genau, und wir sind Mixed Offensive, um die Bodenmons härter zu treffen. Und frech, um keinen Angriff zu verlieren. Dann, jetzt wird's wieder verrückt. Wir haben dabei Xerox zum ersten Mal. Unser gutes B-Mon, welches viel zu billig war in meinen Augen und jetzt endlich seinen ersten Einsatz feiern kann. Als, glaube ich, letztes Mon in meinem Kader. Verrückt. Wir sind physisch defensiv, tanken einiges von Mega Gala Gladi. Der kriegt uns nur mit Close Combat, Two-Hit-KO und dann hätten wir den Patronenhieb, um sehr viel Schaden zu machen. Von Brutalanda tanken wir alles außer Feuersturm. Von Rabigator tanken wir alles. Von Viridium tanken wir alles. Von Sandama sowieso. Aber ich habe mich in den SSD-Regeln nochmal stark gemacht, mir das durchzulesen. Und wie in manch anderen Ligen ist lediglich das Passen von Initiative verboten. Das heißt, wir drücken einmal Schwertanz, zweimal Schwertanz und drücken dann Staffette und geben +2 oder +4 an das letzte Mon weiter. Und dann, meine Damen und Herren, wird's witzig. Genau, wir haben Miltank dabei und wir schauen jetzt mal nach rechts in diese Mon-Übersicht des Gegners und suchen seine Normalimmunität oder Resistance und merken recht schnell, dass es da nichts gibt. Deswegen haben wir ein völlig weirdes Set. Wir haben 3 Normal Steps für jede Situation quasi den besten Move. Wir haben die Rückkehr, 102er Move ist Standard. Wir haben die Fassade, falls wir verbrannt sind durch Milotic, vergiftet durch weiß ich. Und dann haben wir die Heimzahlung. Das ist quasi, wenn ein Mon von uns gestorben ist, dann ist das, und wir mit Miltank reinkommen, ist das eine 140er Normal-Attacke. Und zu guter Letzt noch den Knuddler, falls wir Gala Gladi effektiv treffen müssen oder können. Ja, und ich sag mal so, mit dem Walschall sind wir schneller als Jolly Walschall Voltriant. Genau, wir sind nämlich Adamant Full Attack. Oder im Sticky Web sind wir noch schneller als Voltriant. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, mit Xerox irgendwie auf +2 oder... Also wenn wir auf +2 kommen, haben wir sehr gute Chancen. Wenn wir auf +4 kommen, würde ich behaupten, Instant GG mit Rückkehr. Weil dann kloppen wir alles weg. Miltank nicht zu unterschätzen. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ihr seht das natürlich auch, wenn ihr jetzt dran bleibt zum Kampf. Bis gleich. Und da sind wir schon wieder. Genau, der gute Max STE hat uns schon herausgefordert. Wir haben auch das richtige Team gegen Max. Und dann würde ich sagen, geht's los. Und was hat er denn alles mit? Mega Gala Gladi war zu befürchten. Als S-Pick. Okay, ich schreibe ihm erstmal Good Luck, have fun. So viel Zeit möchte sein. Also, Brutalanda hat er dabei. Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. Ist natürlich starkes Mon. Dann Rabigator habe ich gesehen, wegen Latias und Pursuit. Sandama wird dann Rocks und Rapid Spin haben. Vielleicht Selfie auch noch mit den Rocks. Volcanion, vor dem hatte ich sehr viel Angst. Deswegen ist Latias extra am Start. So, was hat er nicht dabei? Auf jeden Fall so defensive Mons wie Milotic, das finde ich schon mal okay. Maskering hat er nicht dabei, mit dem habe ich gerechnet und mit Sticky Web. Ja. Ansonsten. Kalk ist natürlich aktiviert. Ich habe mir jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht, womit ich denn leade. Tja, das ist eine gute Frage.
Also overall hat wahrscheinlich Pixie das beste Lead-Matchup. Oh fuck, ich habe den Spitznamen von Xerox vergessen. Egal. Und ich glaube, das werde ich auch machen. So kann ich schon mal gegen alles eigentlich Schaden machen. Nur gegen Volcanion gehe ich raus. Ja. Gut, so viel dazu. Ich kann ja mal gucken, wie viel wir kriegen würden. Ach, genau das Lead-Matchup, was ich nicht wollte. Togekiss hatte übrigens nicht dabei. Das heißt, meine Drachenattacken sind komplett free. Das gefällt mir. Ich habe jetzt zwar nur auf Dracozolt Drachenattacke, aber ja, also wir Steam Eruption macht viel zu viel. Selbst mit Boots, deswegen gehen wir straight in Latias, dafür ist der da. Sludge Wave, das macht nicht viel Schaden. Ist der gar nicht so offensiv? Sludge Wave. Oh, entweder Minroll. Was wir jetzt schon mal wissen, er ist nicht Specs. Das beruhigt mich. Und Psyshock macht echt nicht viel Schaden. Und Energy Ball auch nicht. Also wir wollen nicht mal zwingend Subbreaken, das ist nicht gut. Aber da ich mit dem Ravigator Switch Out rechne, gehen wir hier mal straight für den Energy Ball. Okay, er geht den Juxi. Gott, das macht gar nichts. Okay, dann ist er auf jeden Fall speziell defensiv. Also nehme ich mal stark an. Juxi. Pio Showdown Usage. Jo, 12% haben wir nur gemacht. Also der ist voll Spätzle. Auch eine wichtige Info. Hilfe, Spätzle. Ja, ich schreibe mir das immer auf, weil ich das vergesse. Und wir können hier ziemlich entspannt in unser Gigalith gehen. Und den Sandsturm mal rauskriegen. Und die Rocks, wenn er. Okay, er macht das sehr gut hier. So, das ist natürlich jetzt doof. Tanken wir denn einen Move? Unter Umständen ja. Nee. Nee, auf keinen Fall. Das heißt, wir gehen hier in unseren Switch-In in Pixie. Kriegen jetzt nicht die Tarnsteine, aber immerhin Sandsturm. Jetzt nicht, dass das hier den. Die Welt macht, aber. Okay, er megert und geht für Schwertanz. Das ist nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. Wir tanken eigentlich trotzdem alles und Moonblast macht nicht genug Schaden, aber ist unsere beste Option an der Stelle, nochmal so viel Schaden wie möglich zu machen. Und danach können wir immerhin mit Cherox Bullet Punch den rausnehmen. Poison Jab, oh Gott sei Dank haben wir die Beere, weil das hätte uns genau gekillt. Okay. Also ohne Beere wären wir jetzt ziemlich am Arsch gewesen. So, eigentlich ist Pixie sehr gut gegen Brutalanda, gegen Ravigator. Kriegt das Cherox hin? Muss er wahrscheinlich. Tja, das heißt, wir müssen den jetzt hier sacken an der Stelle. Den Sandsturm möchte ich dann doch noch für später aufbewahren. Haben den immerhin gut gechippt. Ja. Geht für EQ. Critted, das wird nicht mehr dann. Okay, hat interessante Attacken auf jeden Fall. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Okay, er wird nicht Shadow Sneak haben, sonst hat er gar keinen Step. Okay, eigentlich haben wir drei Möglichkeiten. Entweder Dracozolt, die Kuh oder Cherox. Und vermutlich ist Dracozolt die beste Option. Und dann könnten wir einen Draco raushauen und allem eigentlich viel Schaden machen. Obwohl in Ravigata haben wir auch nicht den besten Switch, ne?
Schwierig. Also den Scarf auf Miltank verraten wir hier noch nicht. Da machen wir uns keine Punkte. Ja, und vermutlich ist Xerox das Beste, weil dann können wir gegen Vulcanion, gegen den haben wir immerhin eine Antwort, gegen Rabigator und Sandama nicht zwingend. Ja. Und ja, der Move ist jetzt 100% obvious, aber das können wir hier anders nicht spielen. Obwohl, vielleicht wäre Draco sollte auch besser gewesen, weil Draco, okay. So, der ist weg. Da fällt mir schon mal ein Stein vom Herzen und vermutlich wird es jetzt schwierig, das Brutalanda irgendwie zu handeln. Und also das muss jetzt Xerox übernehmen. Und wenn das ein spezielles Brutalanda ist mit Fire Blast, dann ja, wird es schwierig. Also wir gehen hier auf jeden Fall in Latias. Und vermutlich wird er jetzt auch über ein Double nachdenken. Also Vulcanion ist wirklich gefährlich. Wir müssen ja bei Zeiten irgendwie die Tarnsteine rauskriegen. Problem ist, alles trifft unser Procolos recht stark. Also sobald das Vulcanion weg ist, kann eigentlich Scizor gegen alle plus 2 gehen und dann den Bettenpass raushauen. Und dann haben wir sehr viel Spaß mit Miltank. Klingt falsch. Okay, er geht wieder für Sludge Wave, bleibt hier safe, hat nicht die Überreste und wir werden hier für Ruheort gehen, weil wir den unbedingt healthy brauchen. Und wenn er an Rabigator geht, gut, der hat jetzt ja schon den Energy Ball gesehen. Juxi kommt wieder. So, wir müssen jetzt hier einmal drinnen bleiben, weil sonst der Sand nicht. Wenn wir jetzt in Gigalith gehen, bringt uns das nichts, weil der Sand dann weg ist. Deswegen drückt man lieber Energy Ball und macht ein bisschen Chip. Hält sich dann eher doch in Grenzen. So, und jetzt vermute ich mal stark, dass eine U-Turn kommt. Deswegen gehen wir einfach auf Defog. Wir wissen jetzt immerhin einiges über das Set, Lefties und speziell Defensiv und Psychic, das ist okay. Denn jetzt können wir in Gigalith wechseln und dann, wenn er jetzt nicht auf U-Turn wechselt oder doppelt, können wir die Tarnsteine rausbringen und die sind echt wichtig. Und dann hat Gigalith eigentlich schon seinen Job gemacht. Ich meine, wir tanken noch was von Salamence, wir tanken eigentlich eventuell was von. Okay, Salamence kommt rein. Hat keinen Bedroher. Jetzt muss ich mal kalken. Oh jo, Showdown Usage. Die sind hier mal mit Element. EQ macht nicht viel. Und Stone Edge nimmt den immer raus. Also gehen wir hier straight auf Stone Edge und wehe, du triffst jetzt nicht. Oh! Oh, krass. Krass. Ja, das erleichtert mir einiges. Weil jetzt hat Xerox echt gute Karten. So, wie sieht denn das jetzt aus? Kann der uns eigentlich überhaupt rausnehmen? Vulcanion heißt das Mon. Machen wir mal mit den Boots. Das macht echt nicht so viel, aber vielleicht ist der doch noch nützlicher, als ich dachte. Oder bringen wir jetzt safe die Tarnsteine raus? Eigentlich hat zwei Bodenmons noch, die mich wegklatschen. Ja, wir bringen ja die Tarnsteine. Ich. Flammenwurf, oh yes. So, das heißt, wir gehen jetzt in Latias. Er kriegt den nicht mehr rein, außer natürlich er ist Boots.
Jetzt kommt Steam Eruption, ja. Ich frage mich, ich weiß es nicht. Ach, vielleicht hat er Xerox predicted. Aber das wäre eigentlich nicht mein Play gewesen. Und jetzt können wir hier eigentlich einmal für Energy Ball gehen. Und wenn Selfe reinkommt, können wir uns hochheilen. Ich möchte nur nicht, dass Ravigator 2 reinkommt, ohne Chip zu kriegen, weil inzwischen sind wir wahrscheinlich nicht mal in Pursuit Range. Okay. Er sackt den hier an der Stelle. Das finde ich gut. Was mir aufgefallen ist, dass Sandama kann natürlich Sandrush haben. Also nicht, dass der mehr von unserem Sandsturm profitiert als unsere Mons. Aber jetzt sieht Xerox richtig gut aus. Wenn er in Ravigator geht, gehen wir in Xerox, gehen dann auf plus 2. Salamence kriegt dann Bullet Punch ab. Und gegen alles andere kriegen wir Baton Pass raus. Und dann hat Miltank Spaß. Und die Sandkombo haben wir auch noch. Das Dracozolt haben wir noch in der Hinterhand. Hat jetzt beide Crowned Moves noch bei Crowned Mons. Hab's heute nicht so mitreden, noch bei 100%. Deswegen konnte der hier noch nicht so in Erscheinung treten. So, der ist schneller als alles von uns. Und könnte natürlich einfach hier den Rapid Spin drücken. Also Latias ist nicht mehr so wichtig. Deswegen ist es wohl das Sinnvollste, den hier sterben zu lassen. Knockoff tankt man ja eigentlich noch durch die Beere. Deswegen haue ich hier einfach meinen Energy Ball raus. Okay, der hat einfach Life Orb. Okay, schade. Life Orb. Killt der einfach mit Beere. Sand Slash. Dann ist es doch das Offensive. Ich habe gerade noch Angst gehabt. Okay, also Adamant, Life Orb kann Scissor nicht killen. Wir könnten das ausdauern oder wir gehen einfach in Dracozolt und drücken Draco. Weil wir sind safe schneller. Ich gehe jetzt hier auf Nummer sicher. Wenn der Jolly ist, hat er 251 Speed. Oh. Ja. Aber vielleicht muss er Adamant sein, um Latias zu killen. Knockoff. Boah, der hat echt viel Schaden gemacht. Adamant. 37 bis 44. Hä? Achso, 39. Tja, was machen wir da? Wenn er Jolly ist. 34 bis 40. Oh. Dann hätte er. Oh, dann das wäre die absolute Max-Roll. Will ich ja meinen Dracozolt riskieren oder lieber einen Xerox gehen? Ich meine, wir tanken ja eigentlich sämtliche Moves. Ne, wir gehen hier in Dracozolt. Können hier den Draco drücken. Und der nimmt den eigentlich immer raus. Wir machen 98% und wenn er Full HP ist, machen wir 80, dann könnte das tanken, aber dann wird er nicht. Wieso sollte er dann Life Orb sein? Juxi kommt rein. Wir hitten. Das ist schon mal cool. So, und jetzt weiß er natürlich, dass Boltbeak hier killt. In jeder Welt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass jetzt entweder Sandslash oder Crocodile reinkommen. Deswegen gehen wir in Scissor, da kann uns Shiro, ach, Juxi, eigentlich nicht viel machen, außer er spielt die Kraftreserve Feuer. Dann wäre das natürlich
krass gepreppt. Stealth Rocks, okay. Dann ist das jetzt unser Moment, wo wir auf Schwertanz gehen können. Psychic, ja. Das ist super. Weil jetzt können wir auf plus 4 gehen. Dann killen wir auch Salamence mit Bullet Punch. Oder? Salamence. Gegen Scizor. Plus 4. Ah, gut. Eventuell. Oh nein, hab bitte keinen. Ja, wir müssen es riskieren. Weil, ja, er lebt Dragon Dance. Ja, das ist okay. Bullet Punch nimmt den jetzt natürlich hier raus. Und jetzt können wir, egal was kommt, auf Miltank switchen. Und Miltank plus 4, ja, ist unaufhaltsam. Baton Pass. Sandsturm. Oh, okay. Sind wir denn schneller? Er spielt selber Sandsturm, war das nicht meine Idee? So, Miltank, plus 3. Wir können jetzt Return Spam. Zack. Sandslash, wie viel machst du uns denn? Sandslash, are you... 229, 230 mal 2 macht 460, 438, also könnte er schneller sein. Das ist doof. Aber er killt uns nicht. Return. Vielleicht spielt er auch sehr viel KP-Investment. Rapid Spin, okay. Das habe ich jetzt nicht zwingend verstanden. Vielleicht ist er Scarf Ravigator, aber selbst dann Scarf und Moxie auf jeden Fall. Dann wäre er schneller. Außer er ist Adamant Scarf. Wir gehen ja trotzdem auf Return. Und treffen und hitten. Nice. Nice, nice, nice. Dann schreibe ich erstmal GG. War ein guter Kampf. Hat sehr gute Sets gebracht mit dem Self und Sandsturm. Damit. Ah, das Miltank hat seinen Job gemacht. War natürlich trotz Scarf dann nicht schneller als das Sandama. Das war natürlich schade, dass wir extra so ein kreatives Scarf-Set spielen und dann nicht mal schneller sind als alles. Hätten wir Jolly spielen müssen. Naja, aber es hat ja alles funktioniert. Miltank hat einen sehr guten Job gemacht. Sherrock sowieso lediglich unsere zwei defensiven Mons wurden gekillt. Wir stehen jetzt 3-1. Das ist super. Und ich denke, andersrum, ich hoffe, der Kampf hat euch gefallen. Schreibt doch gern was Liebes in die Kommentarfunktion. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn SSD Spieltag Nummer 5 ist. Genau. Ich kann nicht reden und lesen auf einmal. Genau. Macht's gut.